So, da sind wir auch schon wieder. Viel zu viel zu tun, irgendwie, habe ich das Gefühl. Man kommt einfach nicht so wirklich vorwärts. So, kommen wir mal nochmal dahin. Also, das ist ungefähr jetzt der Plan, dass jetzt diese Anlage hier soll dann weg. Die kommt dann hier hin. Sprich, wir können dann noch ganz schön die Erze hier einfach, oder was heißt die Erze? Diese Kugeln, nenne ich es mal, einfach von Warenhaus zu Warenhaus weitergeben, hier rausgeben, hier rübergeben. Und dann können wir hier direkt von hier aus quasi an einen Bahnhof das Ganze schicken. Dann können wir eigentlich den hier auch erstmal abreißen und den woanders hinsetzen. Dann haben wir diese, ich sag mal, diese Enge hier, die wir hier haben, einfach nicht mehr. Und dann läuft das auch vielleicht ein bisschen besser. Klar, momentan ist eh zu wenig Erz da. Jetzt nochmal gucken, weil das blaue Zeug... Brummbär, du könntest mir mal einen Haufen Erzförderer mitbringen, wenn du eh zu mir rüberkommst. Einen Haufen Erzförderer? Aha. Ja, weil das ist gerade auch ein bisschen so das Problem, dass die Anlage eigentlich viel zu wenig Zeug kriegt. Haben wir da irgendwo noch welche rumliegen? Das mag ich jetzt mal ganz stark zu bezweifeln. Also in der großen Müllkiste sind keine. Ja, ja, das ist das Problem. Such. Achso, ja, bevor ich mit elektronischen Schaltkreisen an der neuen Fabrikation bedient, in der Müllkiste sind noch jede Menge, ne? Alles klar. Erstmal die leer machen. Das kommt dahin. Ich hätte es da gern. Bitte? Erzförderer? Jo, welche? NK. Na wenn, dann halt die besten, die du so haben kannst. Wenn du mich schon so fragst. Und Abbaugebiet, 7x7. Da sind sie doch. Ah, nicht die großen MK2er, sondern die normalen MK2er, ne? Es gibt da zwei verschiedene. Achso, okay, dann die. Also die, einfach die Electric Mining Drill 2. Da Wasser ran. Da kommt das hin. So, das sollte passen. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch jede Menge Tunnel. Kein, wie schaut's bei dir so aus? Ich bin dabei. Alles klar. So, jetzt hat die Anlage auch Wasser. Jetzt läuft es da unten auch schon mal. Sehr gut. Brauchst Tunnel? Was brauch ich? Ja, Steintunnel brauche ich gerade. Nee, keine Fließbänder. Das sind Tunnel. Bei mir steht gerade unterirdischer Fließband dran. Hm? Ach so, Tunnel. Ja. Sag ich doch. Genau solche Tunnel. Sehr schön. Da noch ran. Hier noch. So, haben wir jetzt alle? Ah, hier. Okay, auf der Seite fehlen noch welche. Scheiße. So. Jetzt sind auf jeden Fall alle Anlagen erstmal mit Wasser versorgt. Das ist doch schon mal gut. Schön, Strommasten gehen auch aus. Licht haben wir keins hier. Oh, furchtbar hier. Traueranlage. Es ist so duster. Habe duster. Also ich mach... Ganz ehrlich, ich mach drei Kreuze, wenn wir endlich Drohnen haben. Das ist hier so bitter notwendig. Nur drei? Brauchen wir schon irgendwo Kunststoffstangen und sowas? Boah. Ich glaube nicht, oder? Glaubst du nicht? Der Witz war gut. Ich kann sie herstellen. Du kannst sie herstellen? Ja, natürlich kann ich herstellen. Sowas. Und ich kann auch Resin herstellen, wenn es denn sein muss. Resin? Harz. Ach, ja. Das Zeug. Ja. Und vier.
Puh, ja, Harz, Harz, Harz. Waren das? Brauchte ich das irgendwo? Ich glaube, ich brauche das nicht. Ja, das brauchst du unten dafür Gummi und sowas, ne? Oh, nur noch 7. Ja, gut, bei meinen kleinen Gummi, dann habe ich immer mal Harz reingefüttert, aber. Arbeiten wir? Oh, wofür brauchte man Harz nochmal? Da fehlt das Kommt irgendwie voll in Zeug. den Hänger. Ah, Kupfer fehlt hier an der Anlage, nicht Riesen wahr? war doch Rubber-Geschichte, dachte ich. Ja. Ja, Rubber, aber ansonsten. Machst du sonst Rubber? was aus Resin aus Ach, Holz? brauchtest du für Solder, wenn du so herstellst, aber das ist dann schon Ja. Gang. Solder Hast du einen stelle ich anders Gang? her mittlerweile. So, Mann, jetzt ey. müsste das auch wieder klappen. Jawohl. Da kommen die Dinger wieder raus. Und wenn genug rauskommt, kriegen wir auch wieder ein paar Belader. Ja, da ist ja der Brummbär. Hallo. Guck mal hier drüben. Da hat Cody schon ein bisschen angefangen, den Wald abzureißen. Wenn du möchtest, kannst du entweder den Wald abreißen oder diesen Bauplan hier einfach mal vervollständigen. Wenn du kurz stehen bleibst. Ja, ich bleib stehen. Achso, die Erzförderung. Oh, sehr schön. Mache ich dann auch. Ach, ich mach's am besten jetzt, sonst dauert das alles wieder viel zu lange. Hast du denn noch, haben wir da noch irgendwo Granaten? Ja, in dieser Fabrik, da werden welche gebaut. Ja, wo sind da sind sie? Ich habe die Granatenfabrik mal markiert. Oh nein, hier brauchen wir den anderen Scheiß. Überall dieses scheiß Infinite-Ding. Was braucht man denn für die blauen? Bohrflüssigkeit. Was ist denn jetzt eine Bohrflüssigkeit? Sonst brauchen wir noch mal irgendwelche scheiß Säure-Dinger. Es ist die Bohrflüssigkeit. Ja, aber welche? Wo? Was wissen? Was genau? Bei Saphirit. Saphirit brauchst Schwefelsäure, wenn ich mich nicht irre. Schwefelsäure. Ah, alles klar. Okay. Schwefelsäure? Ja. Ja, ich muss, ich habe jetzt Ja, momentan so viele Möglichkeiten, ich weiß nicht, bevor wo ich ich Essen brauchst hinarbeiten du soll. Okay, dann irgendwo. Ja. Gerade dabei, Tanks zu bauen und meine Lagerfazilitäten auszubauen. Oh, das gibt jetzt ordentlich Zeug hier. Schon mal sehr geil. Den kann ich aber noch abreißen. Ja, also jetzt sollte doch diese Anlage ein bisschen schneller laufen. Also hier kommt jetzt einiges an Saphirit rein. Die läuft eigentlich auch zu 100%. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Der Brummbär hat ja gesagt, er hat Clay. Vielleicht kriegen wir die Anlagen jetzt hier abgegradet. Wir brauchen. Ah nein, wir brauchen noch erweiterte Schaltkreise. So ein Scheiß. So ein Dreck. Weitere Schaltkreise sind jede Menge da. Erweiterte. Die weißen. Echt jetzt? Erweiterte sind doch die. Nein. Achso, nee, Scheiße, sind elektronisch. Entschuldigung, war einfach bei mir ein Oh. Namensproblem. Jetzt hast du mir gerade so eine Hoffnung gemacht, dass ich. Ah, schade. Tut mir leid. Ja, ich verzeihe dir. Das ist gut. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Wir könnten. Ja, nee, es bringt nichts. Die sind ja schon alle MK2. Wir könnten zwar die hier auf MK2 machen, aber es. Wir haben Stromprobleme, sehe ich. Ab und zu geht's wieder Auch nicht. noch? Hä? Ja, immer wieder mal geht's ins minimal Gelbe, also noch nicht ganz so tragisch. Ja, wenn sich hier so ein paar Ärmchen bewegen. Quasi, ja. So, machen wir hier mal weiter. Zack, 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 zack. Wir kopieren das und das. Oh ja, ich habe ja dem Kain vorhin meinen letzten Tipwire So. gegeben. Läuft, läuft. Was hast du ihm gegeben? Letzten Zündrähte. Ah.
Ich kann mir ja welche klauen in meiner Fabrik. Ach. So, wir kopieren das wieder. Jetzt muss ich mir sogar echt Fließbänder bauen. Oh Gott. Wir haben, ja, leider keine Fließbänder-Produktion. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber es ist trotzdem sehr witzig. So, haben wir noch den Blaupause von vorher? Jawohl, haben wir. Können wir hier wieder schön drauf. Dann kopieren wir auch hier wieder die Sachen drauf. Ich sehe auch gerade, hier ist gar kein Filter eingestellt. Das ist schlecht. Brauchen natürlich den Filter hier. So, sehr gut. So. Dann laufen jetzt auch diese Anlagen. Sehr gut. Kriegen wieder ein paar Klumpen mehr. Könnte eine billige Folge von einem Western sein, für ein paar Klumpen mehr. Ja. Shit. Oh, die Belader sind schon wieder aus. Zack. Okay, komm schon. Noch ein Belader brauche ich, come on. So. Okay, wunderbar. Kommt einiges hier wieder rüber. Das schießt uns natürlich nach oben. Die Anlage wäre also auch fast so weit. Sag mal kurz, Dampferzeugung nur mit Reimen im Wasser oder geht das auch mit anderen Wassersorten? Das ist jetzt mal eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob das eventuell über das Thermalwasser noch machbar ist. Aber ansonsten nee, das Thermalwasser musst du filtern. Was? Das Thermalwasser musst du filtern. Ja, da habe ich mich noch nie so richtig mit beschäftigt. Ja, das war auch eine Frage beim letzten veröffentlichten Let's Play. Was das da so für ein komischer Spalt ist. Ach so, ja, richtig. Wenn der Kollege gleich hier zuguckt, also quasi jetzt in diesem Moment, wenn er es guckt, weil der Moment ist ja eigentlich quasi immer. ja, Thermalwasser. Wird gefiltert, gibt lustige Sachen. Mehr sage ich noch nicht. Okay. Oh, ein Teaser. Ja, genau. Hat jemand noch MG-Türme? Oh, ich habe selber vier Stück vergessen, die Frage. Da kommt einer hin, da kommt einer hin, da kommt einer hin. So. Mann, ey. Ich verschütte mein Whisky. Warte, da trinkt der Whisky. Ein Tropfen Whisky? Daneben, ein Tropfen daneben. Also wir sehen, es kommt einiges zwar raus aus der Anlage, aber trotzdem noch nicht so zufriedenstellend, wenn ich jetzt mal auf den Zug gucke. Der Zug hat an sich jetzt momentan gelagert 1200 Eisenerz. Das ist halt... Ja. Ne? Weil hier sind noch 200 drin. Die Belader sind halt zu lahm einfach. Ah, wobei, jetzt wird's abnehmen. Zack. Jetzt sind wir schon bei 1500, aber trotzdem ist halt leider so. Die Anlage gibt alles, aber... Ach du Scheiße. Mein Lagerhaus ist voll mit Schwefel. Ja. Was war das denn? Jetzt bin ich verwirrt. Was haben wir denn hier? Wir haben hier, wieso haben wir hier einen petrochemischen Gastank, der voll mit Schwefeldioxid ist? Was, wo? Bei deiner Anlage. Weil das ein Abfallprodukt bei mir ist. Und du vergast das? Ich hab's erstmal auf einen Flair mit 80% Überlaufventil gemacht, weil Schnaps noch keine Abnahme für hatte. Oh, Schnaps, das kannst du gut gebrauchen für Schwefelsäure. Was denn? Schwefeldioxid. Ja, das brauche ich auch. Kann er anliefern? Hast du schon einen Bahnhof, an den ich das anliefern könnte?
Natürlich nicht. Okay, dann überlege ich mal ganz kurz. Ja, theoretisch kann ich hier einen kleinen Mini-Bahnhof hinsetzen, das ist ja gar kein Problem. Du betankst und dann ich mache hier schon so einen Endtank-Bahnhof, da kriege ich wohin. Ja, ich baue hier kurz noch einen Bahnhof hin. So. Kleine Zughaltestelle, das brauchen wir dann nicht mehr. Zack, und einen, was fehlt? Natürlich massenhaft Eisen, alles klar. Die letzten Reserven. Gut, da wird zum Glück wieder was hergestellt gerade. Aber, ja, auch wieder aus. Oh Mann. Ah, so traurig einfach. Was fehlt denn? Stahl fehlt auch noch, alles klar. Zack, zack. Okay. So, das nennen wir mal Schwefeldioxid AB. Dann kommen da zwei schöne Pumpen ran. Da muss natürlich auch noch eine Pumpe rankommen. Brauchen auch noch zwei Tanks am besten. Zum Irgendwo schon. Ach nee, ja, Moment, wir haben ja die Forschung noch gar nicht. Frage zurück. Okay. Frage wurde hiermit zurückgenommen. Gut. Ja. Aha. Ah, ist das der Bahnhof Xemu? Warte. Ja, da baue ich gerade auf. Alles klar. Weiß ich Bescheid. So, machen noch ein Lichtchen hin. Ja, jetzt hätte ich ganz gerne Roboter. Scheiße, ich hätte die Anlage woanders aufstellen sollen. Wieso hast du die da unten hingestellt? Na, Platz war. Okay, alles klar. Weil ich eine Abzweigung von meinem Anlieferbahnhaus für Eisen da habe. Okay. Motoren haben wir nicht gerade irgendwo zufällig noch? Haben wir noch diese provisorische Anlage? Oh ja, haben wir. Schön, da hat's noch Motoren, alles klar. Hab nichts gesagt. So. So, sehr schön, der wird gut voll gemacht. Sagen wir dem einfach, haben wir irgendwo gerade Treibstoff eigentlich? Treibstoff? Oder machen wir das aktuell mit Kohle wieder, oder Briketts? Das ist eine gute Frage. Das ist eine äußerst gute Frage. Ich glaube, so gesehen machen wir gerade keine richtigen Holzbriketts, oder? Wie jetzt richtige Holzbriketts? Ja, deine Anlage, diese... Ja gut, okay, doch. Die steht ja noch. Läuft die noch? Ja, yeah, natürlich. Das, was meinst du, wo das Mineralwasser bei uns hingeht? Ah, okay. Wieso? Und das Monster, das ich bei keinem gebaut habe, haben wir hier nicht. Richtig. Noch nicht. Aber Platz ist so langsam unten entstanden, dass man da so was Größeres hinbauen kann. Wo brauchst du das, Kain? In meine Züge, denn ich mache gerade den Generaltest. Oh, du bist schon fertig? Ja, so gut wie. Oh, ich verfolge mal den Zug hier, der da gerade zu dir fährt. Mal schauen, was er macht. Ja, er saugt... Oh, drei Ablese sogar schon. Ja, ja. Okay. Tja, jetzt haben wir leider nur zu wenig von dem Zeug, ne? Ah, ich kann ihn noch nachhelfen, genau. Und schon was in der Mitte haben. Ah, okay. Bis wie viel lässt du ihn zählen? 200. 200. Okay. Müsste er ja...
Zack, jawohl, 200 erreicht, Zug fährt los und er sperrt. Wir haben nichts mehr auf Reserven hier drin. Sehr cool. Wenn Flüssigkeit... Warte mal, Quatsch. Nochmal, wenn voll. Inventar voll, dann fahre du zu Xemu, wenn Inventar leer. Jo. So. Da kommt auch gerade ein Kupferzug, wenn man es mit Kupfer jetzt einmal sehen möchte. Ja, ich guck auch mit eben. Oh. Ah, da war ein Rest. Oh, Scheiße. Okay, dann hat nicht geklappt. Was krieg ich von Cody? Sulfurdioxid? Nee, Schwefeldioxid. Das, was jetzt gerade kommt, Schnaps. Ja, Schwefeldioxid. Ja, Entschuldigung, also ich hab doch, weiß ja. Deutsch, Englisch. Däh. Ja, ja, ich weiß, ich hab's nicht auf Deutsch. So, Sag. Da. Sehr schön. Na, wo geht das hin? Ganz nach hinten. Gottes Willen. Ich hab sonst keinen Platz mehr. Gottes Willen. Ja, es wird langsam eng hier. Ich muss bald die nächste Chimianlage aufbauen. Du kannst ja Spiegeln auf der linken Seite dann bauen. Ja. Quasi. Ich glaube, so wird das ungefähr auch aussehen. Also ich brauche nochmal den Platz, damit ich annähernd die Gasgeschichten weiter vorantreiben kann. Schnapp, soll ich den mal gucken, hier ist noch ein Bon. Soll ich dir hier ein Warenhaus hinstellen, damit du mehr Kapazitäten hast? Ich habe sonst auch noch eins. Ich lager erstmal um. Alles klar. Ich habe noch Hoffnung, ich kann es noch irgendwann verarbeiten, bevor ich das Warenhaus brauche. Aber... Ja. Steht der hier schon länger? Hä? Ach so, weil noch Schwefelabwasser hier in dem Tank wahrscheinlich drin ist. Ah, jetzt hat er zack, jetzt wird er okay, alles klar, hab nichts gesagt. Ja, das ist Geduld. Gemach. Ja. Lieferst eh kein Erz. Was, wie, ich liefer kein Erz? Der Kohle nimmt immer keinen Sauerstoff ab hier. Ach so. Ja, bisschen so. Alle 60 Sekunden liefer ich mal 1500. Ja. Was brauchst du mal? Schwefelgas brauchst du, ne? Theoretisch, ja, nee, Schwefelsäure brauche ich. Ach, Schwefelsäure. Oder? Und du meinst doch Schwefelsäure, Safarit. Schwefelsäure, ja. Ja. Ja, dann Schwefelsäure. Das ist Sulfurdioxidgas und Purified Water. Sehr schön. Dann haben wir gleich Schwefelsäure. Das heißt, ich muss auf jeden Fall einen neuen Bahnhof da unten hinsetzen. Und mit Schwefel und Oxygen kann ich das Zeug auch nochmal produzieren. Das muss ich auch nochmal machen, damit ich den Schwefel hier wegkriege. Ah, die Anlagen. Achso, welche Anlagen hole ich denn dafür? Ach, diese Chemieanlagen, alles klar. So, erstmal kurz Produktion, und wenn das Produktion ist, dann geht das da weiter. Wieso habe ich hier eigentlich? Das ist das Gleiche, ne? Ja. Oh Gottes Willen, kommt hier einfach viel Müll, das gibt's nicht. Da wird nichts weggeräumt, dann kann ich hier schon um die Ecke gehen, alles klar. Mann, du, ey. Oh, jetzt kommt auf der Seite. Die Schweine. Die machen uns platt. Unsere Waffen sind scheiße. Wir brauchen mal, hier, bessere Türme. Die Türme versagen hier auf höchstem Niveau. Die gehen hier einfach kaputt. Willst du die Türme bauen? Wie ich sie bauen will? Aus was? Aus was? Aus dem Stahl und dem Stahlgier, was wir haben. Habe ich sie doch. Wieso? Oh, was ist hier los? Ach nee, funktioniert. Funktioniert alles. Sehr schön. Ja, momentan liegt es einfach nur daran, dass wir einfach zu wenig haben. Das ist schlecht. So, das hier wegreißen, das ist in Ordnung. Dann können wir das hier nochmal eben forschen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Dann baue ich mal ein paar MK2-Türme einfach in meinem Inventar schon mal. Ja, im Endeffekt hier haben wir kein Erzproblem. Hier haben wir einfach nur das Problem, wir haben massiv Safarit. Also theoretisch müssten wir diese Anlage, die hier mit diesen Flotationszellen arbeitet, einfach nochmal erweitern. Also noch mehr Anlagen nach links bauen. Somit kann man das hier nochmal abreißen und einfach noch weiter nach links setzen. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Machen wir mal.
Das sind jetzt zwar die Schienen im Weg, aber im Endeffekt lassen wir das jetzt einfach. Hallo. So. So, die sind hier gekommen. MK2. Tauschen wir mal den aus und den hier und den hier. Ich bin mal gespannt, ob der... Oh, der kaputte Geschützturm wurde auch genommen. Sehr gut. Okay, perfekt. Passt hier noch so eine Anlage hin? Mal schauen. Ah, die passt nicht hin. Das ist schlecht. Entweder machen wir dann nur eine halbe Anlage hin und bauen dann die nächste hier hin, oder wir lassen es komplett hier weg und setzen dann einfach die nächste hier rüber. Oder wir verschieben die Schiene rüber. Aber dann ist die ganze Mauer wieder am Weg, dann müssen wir die Mauer hier an dem Punkt... Brumberg, komm mal her. Warte. Ich baue mal hier ein bisschen Unterstützung. Brauche ein Hiwi. Ja, ich baue ein Hiwi. Bei meinen Legs. Achso, ja, da war ja was. Reiß einfach die Mauer hier weg. War die innere? Die äußere, in dem Fall. Muss eh alles weg, ist alles im Weg. Die Anlage wird extrem lang nach links gezogen. Sinne von mehr Damage. Shit. Oh ja, bitte. So, mindestens so viel Platz brauche ich. So, dann kann das dahin. Ach, im Endeffekt können wir eigentlich die ganze Schiene Ich weiß nicht, wie weit ich raus will, aber ich glaube, wir machen hier echt einen extremen... Ja, komm. Bis nach oben bitte abreisen. Ich mache wieder Moonwalk. So, jetzt meckern natürlich die Züge, ist klar. Das kann auch weg, dann... Das Fließband lasse ich mal, das müssen wir irgendwie dann durchschlängeln hier. Das ist aber kein Problem, das kriegen wir dann noch hin irgendwie. So. Das müssen wir dann unten auch noch irgendwann machen. So, das heißt, der ganze Zugverkehr muss jetzt erstmal geradeaus gehen. Machen wir mal, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber lieber zu viel Platz. Dann müssen wir hier, passt das? Ja, quasi diese Schiene hier, also so rum. So, und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier wieder in eine größere Überlänge kommen, machen wir hier nochmal einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder. Nein. Tü-tü-tü. Tü-tü.